Willkommen zur Einführung in die Informatik für Geisteswissenschaftler. Dieses Video ist entstanden im Rahmen der gleichnamigen Veranstaltung an der Universität Paderborn. In diesem Video soll es darum gehen, wie im Internet Pakete verschickt werden, also über verschiedene Wege und Zwischenstationen ihr Ziel erreichen. Nehmen wir einmal an, wir haben ein solches kleines Netzwerk, wie das hier auf der Folie zu sehen ist. Das Internet ist zugegebenermaßen ein bisschen größer, aber wir können die Konzepte auch an einem solch kleinen Netzwerk schon recht gut erkennen. Was ich hier eingezeichnet habe, wären die Vermittlungsstellen in diesem Netz, die man in solchen Netzen, die auf dem Prinzip der Paketvermittlung beruhen, wie das Internet, als Router oder Router bezeichnen. An diese Router wären dann die Endstellen angeschlossen, also die einzelnen Computer, der Benutzer oder auch ein Webserver beispielsweise. Die Router sind mit den Buchstaben A bis H versehen. Die Zahlen an den Linien, an den Netzverbindungen, geben die Entfernung an, genauer gesagt die Zeit, die der Versand eines Datenpakets über diese Leitung benötigt. Wenn nun beispielsweise ein Benutzer, der an einem an den Router A angeschlossenen Computer sitzt, eine Webseite aufrufen will, die auf einem Webserver liegt, der an den Router H angeschlossen ist, muss diese Anfrage, ein Datenpaket, wenn auch ein eher kleines, durch das Netz geleitet werden und sollte dort nicht nur irgendwann ankommen, sondern idealerweise auch möglichst schnell dort ankommen. Woher aber weiß der Router A jetzt, welches der schnellste Weg ist? Schickt er das Datenpaket am besten nach B, nach C oder nach D? Ab da ist der Weg dann in diesem kleinen Netz sehr einfach, weil es so einfach aufgebaut ist. In der richtigen Welt wäre das meist nicht ganz so einfach. Dennoch eignet sich dieses Netz ganz gut, um zu demonstrieren, wie in einem solchen Netzwerk die schnellsten Wege ermittelt werden können. Wir wollen hier die Frage aus der Sicht von A beantworten. Also, welches sind die schnellsten Wege von A zu allen anderen Knoten in diesem Netzwerk und wie weit ist der Weg zu diesen anderen Knoten jeweils? Auf den ersten Blick sieht man nicht unbedingt, welcher der schnellste Weg zu H ist. Zu den anderen Knoten ist das in diesem Netz sehr einfach. Wo ich gerade von Knoten spreche, möchte ich ein paar Begrifflichkeiten erläutern. Ein solches Gebilde wie dieses Netzwerk in dieser Darstellung bezeichnen wir auch als einen Graph. Ein Graph besteht aus Knoten, das sind die runden Bubbeln, also hier die mit den Buchstaben gekennzeichneten Router unseres Netzwerks. Und Kanten, das sind die Linien, also hier die mit den Zahlen, den Längen gekennzeichneten Verbindungen zwischen den Routern. Ein Graph ist ein abstraktes Konzept, das sehr weitreichende Anwendungen hat und uns noch mehrfach wieder begegnen wird. Ein Router muss nun also irgendwie ermitteln können, an welchen anderen Router er das Datenpaket am geschicktesten weiterleitet. Dazu verwaltet er eine Tabelle, die immer wieder aktualisiert wird, wenn sich an den Verbindungen etwas ändert. In dieser Tabelle steht zunächst einmal, wie lange ein Datenpaket zu den benachbarten Routern unterwegs ist. Aber es reicht natürlich, wenn A nur weiß, wie schnell es nach B geht, denn das heißt ja noch lange nicht, dass es auf diesem Weg auch am schnellsten zu H geht. Wir werden gleich sehen, dass das hier tatsächlich nicht der Fall ist. Um die schnellsten Wege zu finden, verwendet man ein vierschrittiges Verfahren. Als erstes schaut jeder Router einmal nach, wer denn seine Nachbarn sind. Das macht der Router A für sich, der Router B für sich und so weiter. Dann bestimmt jeder Router die Entfernung zu allen seinen direkten Nachbarn, also die Zeit, die ein Datenpaket dorthin unterwegs ist. Dafür gibt es auf den meisten Computern einen Befehl, der Ping heißt und einfach nur eine kurze Nachricht an einen anderen Computer schickt, der daraufhin eine Empfangsbestätigung zurückschickt. Die Zeit, die bis zum Empfang dieser Bestätigung vergeht, kann der Router messen durch zwei Teilen und weiß so, wie lange ein Paket zu diesem Nachbarn unterwegs ist. Das macht jeder Router für alle seine Nachbarn und weiß also nun, wie lange Datenpakete zu jedem einzelnen der direkten Nachbarn unterwegs sind. Das sind die Zahlen, die wir hier an den Kanten, an den Verbindungen stehen haben. Eine Nachricht von A nach B beispielsweise braucht hier also 85 Millisekunden, von A nach C 217 und von A nach D 173 und so weiter. Diese Daten, die jetzt jeder einzelne Router für sich kennt, schickt er an alle anderen Router im gesamten Netzwerk, sodass jetzt A alle diese Werte, diese Zahlen an allen Kanten kennt, also genau die Informationen besitzt, die wir hier an diesem Graphen vorliegen haben. Das Gleiche gilt natürlich auch für jeden anderen Router im Netz, die jeder für sich dann genau die gleichen Schritte, wie wir sie gleich für A durchführen werden, auch für sich durchführen können. Der letzte Schritt dieses Verfahrens ist nun der komplizierteste. Es wird ein bestimmtes Verfahren angewandt, ein formales Verfahren, etwas, das wir einen Algorithmus nennen, mit dem die kürzesten Wege von einem Knoten zu allen anderen Knoten in dem Graphen ermittelt werden können. Dieser Algorithmus trägt den Namen kürzeste Wege. Er wird auch nach seinem Erfinder als Dijkstra-Algorithmus bezeichnet. Die Längen der Wege sind hier natürlich keine Entfernungen, sondern die Laufzeiten, die eine Nachricht benötigt, um über diese Verbindungen gesendet zu werden. Für den Weg von A nach H beispielsweise haben wir hier drei verschiedene Wege zur Auswahl. In einem ernsthaften Netzwerk dürfte es da viel mehr Wege geben.
Dieses Problem der kürzesten Wege und auch diese Graphen sind sehr allgemeine Konzepte, die in der Informatik breite Verwendung finden. Ein anderes Beispiel, wo dieser Algorithmus und diese Konzepte zur Anwendung kommen, sind Navigationssysteme. Dort möchte man meist wissen, wie man am besten von hier nach dort kommt. Am besten heißt dann häufig, dass man die schnellste Verbindung haben möchte, aber man könnte auch die kürzeste oder die schönste haben wollen. Für Letzteres braucht man dann allerdings ein Maß für schön. Es gibt für diesen Algorithmus noch viele weitere Anwendungen. Nun wollen wir uns diesen Algorithmus einmal konkret ansehen und dann auch durchspielen. Er ist hier in einem sogenannten Pseudocode aufgeschrieben. Das ist keine Programmiersprache, soweit sind wir ja noch nicht, dass wir eine solche schon kennengelernt hätten, sondern eine halbwegs präzise, aber nicht vollständig formale Art, ein Verfahren zu beschreiben. Diese Anweisungen müssen dann Schritt für Schritt durchgespielt werden. Wir verhalten uns also, wie ich das im Zusammenhang mit den symbolischen Maschinen schon erwähnt hatte, wie eine Maschine. Da das nicht vollständig formalisiert ist, müssen wir immer noch ein bisschen dabei denken, wie wir die Anweisungen zu interpretieren haben. Der Schritt von hier zu einem Programm, das dann automatisiert von einer Maschine ausgeführt werden kann, zum Beispiel eben von dem Computer, der unser Router ja nun einmal ist, ist nicht mehr groß. Wir werden ihn hier aber noch nicht gehen. Der erste Schritt besteht darin, dass wir den Startknoten grün färben und ihm den Wert 0 zuweisen. Der Startknoten ist bei uns A, denn von dort aus wollen wir ja die kürzesten Wege ermitteln. Nun sollen nacheinander alle Knoten und ausgewählte Kanten dieses Graphen blau gefärbt werden, und zwar nach bestimmten Regeln in einer bestimmten Reihenfolge. Wenn alle Knoten blau sind, geben dann die blauen Kanten die kürzesten Wege an, und wir werden für jeden Knoten wissen, wie lang ein Paket von A dorthin unterwegs ist. Dabei werden wir die Knoten und Kanten zwischenzeitlich grün färben, das sind gewissermaßen unsere Kandidaten, die wir gerade betrachten und die möglicherweise am Ende zu den kürzesten Wegen dazugehören. Die einzelnen Schritte sprechen wir jetzt nicht anhand dieser Folie durch, sondern führen sie aus und spielen das ganze Verfahren einmal durch, allerdings an einem anderen Graphen. Dafür habe ich ein Video von Jonas, der diese Vorlesung vor einigen Jahren besucht hat. Wir spielen eine typische Aufgabe zum Algorithmus durch. So, auf der rechten Seite seht ihr das typische Gitternetz aus Knoten und Kanten. Auf der linken Seite seht ihr noch einmal den Algorithmus. Alle Zeilen, welche mit einem Semikolon abschließen, sind sogenannte Anweisungen. Alle Zeilen, die fett hervorgehoben sind, sind sogenannte Bedingungen. Wir beginnen mit der ersten Anweisung. Färbe den Startknoten grün. Und das tun wir direkt mal. Damit wäre dieser erste Schritt des Algorithmus schon mal abgehakt. Nun beginnt die erste Bedingung zu laufen. Solange nicht alle Knoten blau sind, und im Moment ist ja noch gar keiner blau, wähle einen grünen Knoten mit minimalem Wert, was in unserem Fall der Knoten mit der 0 ist. Nächste Anweisung. Färbe ihn, den Knoten, sowie die zu ihm führenden grünen Kanten, sofern es eine gibt, blau. Grüne Kanten gibt's nicht, daher färben wir nur den Knoten blau. Nächste Bedingung tritt in Kraft. Für alle mit ihm verbundenen Knoten, die nicht blau sind, Anweisung, färbe den verbundenen Knoten grün. Das machen wir direkt mal, und das wären diese hier. In der nächsten Anweisung addieren wir nun den aktuellen Wert des blauen Knotens, also hier gerade 0, mit jeweils dem Wert der Kante zu den grünen Knoten. Und nun kommt erstmal die nächste Bedingung. Wenn dieser kleiner ist als der im verbundenen grünen Knoten stehende Wert oder dort noch kein Wert steht, und in diesem Falle steht in den grünen Knoten ja noch kein Wert, weise dem verbundenen grünen Knoten diesen Wert zu. Also schreiben wir nun den Wert der jeweiligen Kante, addiert mit 0, in den grünen Knoten und färben anschließend die jeweiligen Kanten grün. Laut Anweisung müssen wir jetzt alle anderen grünen Kanten zu diesem Knoten entfärben. Aber es gibt ja zu jedem grünen Knoten nur eine grüne Kante. Und somit bleibt erstmal alles so, wie es ist. Nun haben wir den ersten Durchlauf geschafft und kommen zurück zur oberen Bedingung, welche ja immer noch nicht erfüllt ist. Jetzt geht wieder alles von vorne los. Wir betrachten wieder den grünen Knoten mit dem aktuell kleinsten Wert, in dem Falle den mit der 10. Wir färben sowohl die Kante dahin als auch den Knoten blau. Und jetzt startet wieder die nächste Bedingung. Alle Knoten, die mit dem aktuellen blauen Knoten verbunden sind, werden grün gefärbt. Den Knoten links unten färben wir grün, der Knoten rechts in der Mitte, der ist ja bereits grün. Jetzt müssen wir uns die nächste Bedingung wieder genau anschauen, weil für beide Knoten trifft nicht das gleiche zu. In dem unteren grünen Knoten steht noch kein Wert. Wir schreiben 20 hinein, nachdem wir den Wert des blauen Knotens mit der Kante zum grünen Knoten addieren. Auch beim grünen Knoten rechts ist die Bedingung erfüllt. Die 10 des blauen Knotens und der Kantenwert 17 ergeben einen kleineren Wert als die eingetragene 30. Wir passen den Knotenwert zu 27 an. Anschließend färben wir wieder beide neuen Kanten grün. Doch jetzt hat der grüne Knoten mit der 27 zwei grüne Kanten, die zu ihm führen. Also entfärben wir die ältere grüne Kante mit der 30.
Die beiden unteren Bedingungen sind jetzt wieder erfüllt und wir kehren wieder zurück zur ersten Bedingung. Nun startet der nächste Durchlauf und der aktuell grüne Knoten mit dem minimalen Wert ist hier die 20. Und wir färben diesen Knoten und die Kante dahin wieder blau. Nach dem gleichen Prinzip wie eben färben wir beide verbundenen Knoten grün. Der eine ist ja bereits wieder grün. So, nun addieren wir wieder die 20 aus dem aktuell blauen Knoten mit den Werten der Kanten. Bei dem Knoten rechts unten tragen wir daher eine 40 ein. 20 addiert mit 5 ist wiederum kleiner als 27, daher ändern wir den Wert des Knotens in der Mitte auf 25. Beide Kanten werden wieder grün gefärbt. Und wieder hat der Knoten rechts in der Mitte zwei grüne Kanten. Die Kante mit der 17 entfärben wir wieder, weil wir über die Kante mit der 5 einen kürzeren Weg zu diesem Knoten gefunden haben. Beide Bedingungen sind jetzt wieder erfüllt und wir kehren wieder zur obersten zurück. Das Spiel beginnt wieder von vorne. Wir suchen uns den Knoten mit dem aktuell kleinsten Wert, in diesem Fall die 25. Kante und Knoten werden wieder blau gefärbt. Jetzt betrachten wir wieder die beiden mit ihm verbundenen Knoten. Diesmal sind beide schon grün gefärbt. 25 plus 13 ist kleiner als 40. 25 plus 20 ist kleiner als 60. Die Bedingung ist erfüllt und wir passen die Werte in den jeweils noch grünen Knoten an. Außerdem entfernen wir wieder jeweils die Kanten mit dem längeren Weg. Damit ist auch schon der nächste Durchlauf geschafft. Noch sind nicht alle Knoten blau. Wir beginnen mit dem nächsten Durchlauf. Der Knoten mit dem aktuell kleinsten Wert ist jetzt 38. Wir färben ihn und die Kante dahin wieder blau. Nun ist 45 der grüne Knoten mit kleinstem Wert. Auch hier färben wir den Knoten und die Kante blau. Und jetzt ist die oberste Bedingung erfüllt. Alle Knoten sind blau. Wir haben nun die kürzesten Wege durch dieses Netz an Knoten gefunden und blau eingefärbt. Damit haben wir es geschafft. Geile Sache! So, und daran anknüpfend bekommt ihr hier nochmal den Überblick, wie alle Bilder aussehen müssen. So, und zu guter Letzt ein paar Hinweise zur Infoklausur. Am besten bereitet ihr euch auf diese Aufgabe vor, indem ihr sie mehrmals durchspielt und einfach Routine bekommt. Mithilfe von Übungsklausuren, die ihr noch bekommen werdet, könnt ihr das super üben. Und falls ihr noch Fragen habt, fragt jederzeit bei Harald oder bei euren Tutoren nach. Nun möchte ich dieses Verfahren noch einmal Runde für Runde, nicht Schritt für Schritt, für das Netzwerk durchspielen, mit dem wir hier gestartet sind. In den Einzelschritten solltet ihr das einmal wie von Jonas vorgeschlagen selber ausprobieren. Im ersten Schritt wird der Startknoten A grün gefärbt und erhält den Wert 0. In der ersten richtigen Runde wird der Knoten selber dann blau gefärbt und alle seine Nachbarn werden grün gefärbt. Außerdem werden die Laufzeiten, die wir vom Startknoten aus bis dorthin haben, was in diesem Fall einfach zu berechnen ist, in die Knoten eingetragen. In der nächsten Runde nehmen wir uns nun den Knoten vor, von dem wir schon wissen, dass es dorthin keine schnellere Verbindung geben kann. Das ist der mit dem kleinsten Wert, 85 in diesem Fall, denn zu den beiden anderen Knoten sind wir auf jeden Fall länger unterwegs und negative Laufzeiten kann es nicht geben. Da wir also wissen, dass wir unmöglich einen kürzeren Weg zu dem Knoten B, der nun den Wert 85 trägt, finden können, färben wir diesen und den Weg dorthin blau. Außerdem färben wir alle seine Nachbarn, sofern sie nicht selber schon blau sind, also A selber, in grün und tragen die Summe der Laufzeit von A bis zu dem gerade betrachteten blauen Knoten plus der Laufzeit von dort zu den neu grün gefärbten Knoten ein. Jetzt beginnt die nächste Runde und wir suchen uns wieder den kleinsten unter den grünen Knoten aus. Die grünen Knoten sind ja die, zu denen wir schon Wege gefunden haben und Laufzeiten berechnet haben. Die blauen Knoten und Kanten sind gewissermaßen schon erledigt, an denen wird sich bis zum Ende nichts mehr ändern, da wir für diesen Teil die kürzesten Wege bereits gefunden haben. Als nächstes betrachten wir nun also den mit 165 markierten Knoten. Auch dorthin kann es keine schnellere Verbindung geben, weil alles andere ja nur ein Umweg sein kann. Daher färben wir nun auch diesen Knoten blau und alle seine Nachbarn, die noch nicht besucht sind, grün. Das ist nur dieser eine Knoten. Und auf geht es in die nächste Runde. Wieder suchen wir den kleinsten Knoten, das ist nun der mit der 173, färben ihn blau und seine Nachbarn, soweit noch nicht gefärbt, färben wir grün. Das machen wir auch mit der Kante, die dorthin führt. Das ist nur der eine Knoten, nämlich H, der nun den Wert 495 trägt. Wir haben also einen ersten Weg zu H gefunden, wissen aber noch nicht, ob das auch die schnellste Verbindung ist. In der nächsten Runde wiederholt sich das Spiel für den Knoten, der den Wert 217 trägt. Dessen Nachbarn und die Wege dorthin werden wieder grün gefärbt und erhalten einen Wert, da dort noch kein Wert stand, der Knoten also bislang nicht besucht wurde.
Dann kommt der Knoten mit dem Wert 320 an die Reihe und wird ebenso wie die zu ihm führende Kante blau gefärbt. Dessen einziger Nachbar, der noch nicht blau ist, ist aber bereits zuvor von uns besucht worden, sprich er ist grün und wir kennen bereits einen Weg zu ihm. Daher addieren wir nun wieder die Laufzeit vom Startknoten bis hier, das ist der Wert 320, der in diesem Knoten steht, zur Laufzeit von hier über die gerade betrachtete Kante zu dem grünen Knoten, also 167. In der Summe ergibt das 487, was offenbar kleiner ist als 495, also haben wir einen Weg gefunden, der kürzer ist als der bisher gefundene Kandidat für den schnellsten Weg. Wir verwerfen also den bisherigen Weg dorthin, das heißt, wir entfärben die grüne Kante, die bislang zu jenem Knoten führte, und färben nunmehr die gerade betrachtete Kante grün. So ist sichergestellt, dass es immer nur genau eine grüne Kante gibt, über die ein Knoten erreicht werden kann. Außerdem tragen wir natürlich den neuen kleineren Wert in den Knoten ein, denn dies ist nun der schnellste Weg dorthin und die kürzeste Laufzeit, zumindest bisher. Ob auch endgültig, können wir momentan noch nicht sagen. Dafür bedarf es zweier weiterer Runden. In der nächsten wird nun der Knoten mit der 415 blau gefärbt. Auch hier gibt es nur noch einen nicht blauen Nachbarn, nämlich den letzten noch verbliebenen Knoten. Wir addieren wieder 415 plus 84, das ergibt 499. Da dieser Wert größer ist als der, der schon in dem grünen Knoten steht, verwerfen wir diesen, denn diese Verbindung wäre ja länger. Nun können wir noch den letzten Knoten und die zu ihm führende Kante blau färben und können gewiss sein, dass wir die kürzesten Wege vom Startknoten A aus zu allen anderen Knoten gefunden haben. Diese sind in blau markiert. Und die Laufzeiten zu allen Knoten ermittelt haben, diese stehen nun in den Knoten. Wer mag, kann den Algorithmus nun natürlich auch einmal aus der Perspektive eines anderen Knoten, zum Beispiel von B oder F ausgehend, betrachten. Oder eine der Übungsaufgaben bearbeiten, die wir euch bereitstellen. Jetzt kann man noch ein paar weitere Überlegungen ansprechen. Das Verfahren terminiert für jeden beliebigen Graphen, das heißt, es kommt irgendwann zum Ende und man kann sich nicht totlaufen. Das kann man sich ganz einfach überlegen, denn in jeder Runde wird ja genau ein Knoten blau gefärbt. Nach 8 Runden ist bei 8 Knoten also auf jeden Fall Schluss. Warum das Verfahren auch tatsächlich die kürzesten Wege findet, hatte ich unterwegs schon begründet. Wenn wir einen Knoten und die Kante zu ihm blau färben, kann es keine kürzere Verbindung zu ihm geben, zumindest nicht, solange Zeitreisen nicht erfunden sind. Einen solchen Algorithmus, der immer den richtigen Wert liefert und auch immer zum Ende kommt, nennt man korrekt. Wir haben hier jetzt ein sehr kleines Netzwerk gehabt und so getan, als ob jeder Knoten, also jeder Router, über die ganze Welt Bescheid weiß. In Wirklichkeit sieht das etwas anders aus und man zerlegt das Netz in Teilnetze. Alle Beziehungen sind dann immer nur innerhalb des jeweiligen Teilnetzes bekannt. Die Weiterleitung zwischen verschiedenen Subnetzen erfolgt über die Gateways, die dann wissen, wie man das nächste Subnetz am besten erreicht, aber nicht für jeden einzelnen Computer darin. Da verwendet man also eine Art hybrides Verfahren, das nicht wirklich ein kürzester Wege-Algorithmus für alle Knoten im Netz darstellt, sondern eben gewissermaßen nur für Teilbereiche des Netzes sowie eine Zusammensetzung des Ganzen. Wie das funktioniert, führt schon zu weit, als dass wir uns das in dieser Einleitung noch ansehen wollen. Damit soll es das für diesen kurzen Einblick in das Thema Routing und kürzeste Wege gewesen sein. Wir haben also gelernt, wie die kürzesten Wege gefunden werden können, wie ein solcher Algorithmus funktioniert und so ein bisschen auch die Arbeitsweise eines Computers kennengelernt. Tschüss, bis zum nächsten Video.